Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut und dem Zentrum für regenerative Energien Sachsen-Anhalt veranstaltete die Industrie- und Handelskammer Magdeburg am 22. März das Modul 1 im Energiescout-Programm. Die IHK-Organisation bietet im Rahmen der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz eine Qualifizierungsmaßnahme für Auszubildende an. Die Azubis sollen als Energiescouts in ihren Ausbildungsbetrieben dazu beitragen, Energieeinsparpotenziale zu erkennen, zu dokumentieren und Verbesserungen anzuregen. Rund 30 Lehrlinge aus verschiedenen Betrieben und Berufen waren zu Gast in Magdeburg. In den Räumlichkeiten des Fraunhofer Instituts begrüßte der Vorsitzende des IHK-Bildungsausschusses, René Schof, die Teilnehmer. René Schof ist auch Leiter des Ausbildungszentrums der Avaconnetz GmbH und er weiß, wie wichtig die Energiewende und insbesondere die Energiespeicherung ist. Im Modul 1 geht es darum, das Thema Energiespeicherung zu beleuchten. Denn wir haben in den letzten Jahren in der Energiewende viel regenerative Erzeugung ins Netz integriert. Aber all diesen Erzeugungsanlagen ist gemein, dass sie volatil sind, so sagen wir dazu. Also die Verfügbarkeit ist nicht berechenbar. Und insofern ist das Thema Speicherung ganz wesentlich für den Erfolg der Weiterführung der Energiewende. Das Fraunhofer-Institut und das Zentrum für regenerative Energien Sachsen-Anhalt waren maßgeblich am Energiescout-Modul 1 beteiligt. In einem intensiven Theorieteil erklärte das Team um Dr. Ingenieur André Naumann den Auszubildenden alles rund um die Grundlagen der Energieversorgung. Auch die Energieerzeuger und Verbraucher und Speicher wurden thematisiert. Im darauffolgenden Praxisteil hatten die Lehrlinge die Möglichkeit, zukunftsorientierte Themen wie die Energiespeicherung sowie innovative Ideen und Lösungen für die Industrie in der Praxis zu sehen. Also Fokus war heute eigentlich, ich sag mal, mehr so ein Überblick über, wie funktioniert überhaupt das Energiesystem. Ja, also ich sag mal, von einer ganz hohen Flugebene, was heißt eigentlich elektrische Versorgungsinfrastrukturen, welche anderen Versorgungsinfrastrukturen braucht man noch? Wo ist hier die Herausforderung, wenn man jetzt erneuerbare Energien mehr und mehr ins Netz kriegt? Welche anderen Komponenten, wie zum Beispiel Elektrofahrzeuge, muss man hier mit berücksichtigen? Wo geht das Energiesystem hin? Ja, also das war eigentlich mehr, wie gesagt, so ein grober Überblick, aktuelle und auch zukünftige Herausforderungen, wie sich eben das Energiesystem in den letzten Jahrzehnten auch gewandelt hat. In zwei Gruppen ging es zu verschiedenen Stationen. Gezeigt wurde unter anderem die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Fraunhofer Instituts. Hier konnten die Azubis die verschiedenen PV-Module aus der Nähe betrachten. Wie man die Energieströme in Echtzeit misst und darstellt, wurde den Teilnehmern ebenfalls gezeigt und erklärt. Das erste Modul, Grundlagen der Energiewirtschaft und Energietechnik, vermittelt ein grundlegendes Verständnis zum Thema Energie, von der Erzeugung bis zum Verbrauch. Aber das war für viele nicht mehr Neuland. Der ein oder andere Azubi beschäftigt sich schon in seinem Ausbildungsbetrieb oder privat mit dem Thema Energieeffizienz. Also bei uns in der Firma haben wir einen relativ großen Energiebedarf. Das heißt, wir haben Härteanlagen, wo wir sehr große Energiebedürfnisse zu decken haben. Und aus dem privaten Umfeld, ich fahre selber auch elektrisch, deswegen spielt das alles schon so mit rein. Deswegen habe ich mich dann auch dafür entschieden und gesagt, ich möchte Energiescout machen, denn Energiesparen, wo benutze ich Energie? Das sind eigentlich Themen, die interessieren viele und mich ganz besonders. Zu sehen gab es für die kommenden Fachkräfte einen der größten mobilen Batteriespeicher Deutschlands. Der Batteriespeicher hat eine Leistung von 1 Megawatt und kann helfen, die Schwankungen in den regionalen Stromnetzen zu stabilisieren. Der gespeicherte Strom kann ins Netz zurückgegeben werden oder zeitweise die Versorgung von Endabnehmern übernehmen. Nicht nur einen großen Batteriespeicher bietet das Fraunhofer Institut, sondern auch E-Autos. Und diese konnten getestet werden. Die Azubis durften zwar nicht auf dem Fahrersitz Platz nehmen, aber sie konnten für eine kurze Fahrt zusteigen. Vor der Fahrt wurde den Energiescouts gezeigt, welche spezifische Eigenschaften E-Autos besitzen und welche Funktionen heutzutage schon per App steuerbar sind. Viel Input haben die Auszubildenden im Modul 1 bekommen und sind für neue Projekte motiviert worden.
Also ich fand es bisher sehr, sehr informationsreich, sehr, sehr schlüssig, was mir dort die Dozenten und Redner vermitteln konnten. Ich habe einen sehr guten Einblick bekommen in den Bereich der regenerativen Energien und auch in die Energiespeicherung, was auch meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil unserer Zukunft ist. Ein wesentlicher Bestandteil der Qualifizierung ist ein praktisches Energieeffizienzprojekt, das die Azubis gemeinsam mit ihrer Ausbildungsleitung oder einem Energiebeauftragten im Betrieb konzipieren und durchführen. Auf Seiten der IHK wird hier noch ein besonderer Anreiz geschaffen. Ja, es geht darum, dass wir diese Maßnahme, diese Bildungsmaßnahme Energiescout auch dadurch aufwerten möchten, dass wir die Ehrung des Besten in unsere Veranstaltung zur besten Ehrung über alle Berufe mit aufnehmen. Diese Ehrungsveranstaltung wird im Oktober in der Johanneskirche hier in Magdeburg stattfinden. Und das ist immer eine sehr schöne Veranstaltung. Und ich denke, dass es auch den Rahmen dieser Bildungsmaßnahme hier angemessen ist, dass der Beste dort auch geehrt wird. Noch zwei weitere Energiescout-Module warten auf die Auszubildenden. Hier werden sie noch einiges über Projektmanagement, Messungen und Berechnungen erfahren.